Herzlich willkommen in einer weiteren Folge Ark Scourge Earth. Mit dabei ist wieder der Stroh mit seinem Wolf. Grüße! Und wir sind immer noch auf der Suche nach einer Motte. Nach einer weiteren. Ja. Wenn man sie nicht braucht, sieht man ist sie. Nie da. Da sieht man sie. Piu. Das ist so geil mit den Käfern, ey. Also mit dem Wolf klappt das. Ich habe das nur mit dem Kano gemacht. Da habe ich das Chitin gekriegt. Okay. Es ist ein Buff. Ich traue mich halt nicht. Oh, zwei Raptoren. Ich traue mich halt nicht zu weit wegzulaufen, weil nicht, dass wir nachher nicht mal zurückfinden. Ja. Wir können dann auch hier wieder hoch. Da müssten wir eigentlich auch wieder hinkommen. Wo bist denn du da? Ja. Naja, ein Stückchen noch. Ich wollte noch irgendwie in Wasserloch wegen Perlen, wenn wir schon mal da sind. Aber Perlen waren jetzt hier auch keine, ne? Nee. Da hinten ist Wasser. Ja, da sind bestimmt auch Perlen da. Raptor! Zack. Arsche. Und wir haben Perlen und Wasser. Hm. Bei dir, okay. Ich habe keine gefunden. Ich kann sie dir zeigen, wie die aussehen, wenn du sie noch nie gesehen haben solltest. Doch, die habe ich. Na klar, habe ich die schon. Ach so, weißt du schon. Klar, diese weiße Kugel, ne? Na, hier sind wir nicht. Die nehme ich mir jetzt mal mit. Achso, geht ja nicht. Ah, hier sind auch nochmal welche. Ne, doch nicht. Ach, der folgt mir sogar noch. Super. So, da haben wir wenigstens noch ein paar Perlen. Problem ist jetzt natürlich, wir brauchen noch eine zweite Modde, ne? Immer noch. Ja. Gut, das damit gehen zurück und schauen uns dann oben noch bei uns ein bisschen um. Das müssen wir jetzt weit wegrennen. Würde ich auch sagen. Wir finden dann nicht mehr zurück. Das wäre blöd. Das wäre richtig scheiße. Bin nur vom Gewicht her ziemlich voll. Ich denke, wir brauchen einfach nur hier oben, einfach hier hochgehen. Dann dürfte Beine schon fast da sein, ne? Oh, Raptor. Ah. Ja, so klappt das doch. Mädchen, wo bist du? Komm heraus aus deinem Versteck. Also mir ist gerade richtig heiß hier. Mir nicht. Doch nicht. Was ist denn jetzt los? Wegen? Bin gerade festgehangen. Okay. Also ich habe eine große Flamme. Ich auch jetzt. Ja. Pium. Ähm. 170 Chitin. Ach, ich weiß, wo wir sind. Ist ziemlich in der Nähe von uns. Sehr gut. Das Skelett kenne ich. Gibt's doch bestimmt auch irgendwo Knochen, oder? Ja, angeblich, wenn man da drauf rumkloppt, kriegt man Knochen. Ich habe das mal probiert, also ich finde da überhaupt nichts. Also hier nicht. Nee, nee. Da kannst du es vergessen. Das sind die, dass da meistens liegen da nebendran auch so schwarze Knöchel auf dem Boden. Und die kann man ausklappen. Ach so. Ich hab mal auf den rumgekloppt. Was sind die, liegen jetzt hier irgendwo verstreut daneben, oder was? Ja. Und was gab das dann? Salz. Ach, Salz. So. Ja. Scheiße, mir ist heiß, ey. Bei dem hier ist aber nichts. Naja, was soll's. Motte, wir brauchen eine Motte, verdammt nochmal. Komm schon. Ich
Kann doch nicht so schwer sein, hier noch eine Motte zu finden. Ich habe gerade meine Augen ganz groß offen. So irgendwie. So, sind wir nämlich bei der Base, sind wir jetzt schon wieder? Ja. Und wie das große Tor einfach so herausragt, ne? Ja, das sieht man von beiden. Ja. Was habe ich hier gefunden? Da liegt ein Ei rum. Echt? Parasaurus-Ei. Lol. Wenn der es jetzt offen noch ist, dann denke ich, wo da ziemlich stinkig wären hier. Oh ja. Nicht für lange. So, fliegen hier vielleicht. Ja, oder wir müssen es halt dann mit nur einer Motte versuchen. Ja. Fliegen hier vielleicht irgendwelche Argentavis herum? Nö. Herrscht gerade Ruhe. Das ist so geil. Was denn? Wie ist die Käfer durch die Kante schnickt? Motten, wo seid ihr? Aber wir müssen ja ein paar tot machen, es hilft ja alles nichts. Ja. Wegen der Zementpaste ja zum Beispiel oder wegen irgendwelchen Sitteln. Biberdämme haben sie ja hier vergessen. Nicht hier runter, nicht hier runter. Wieder hoch. Also ich sehe hier weit und breit nichts. Nee, keine Motte zu sehen. Ah, oh, festgebuckt. Frühstück. So. Nee. Ich kann auch nichts entdecken hier. Aber ein Raptor. Raptor, komm her, du musst es jetzt, hier ausbauen. Ach, das haben jetzt die Akylos erledigt, okay. Das ist nochmal ein Raptor, hallo mein Freund, na? Alles gut bei dir, mein Freund? Oh, jetzt bist du tot. Ah. Nee, ich glaube, das können wir erstmal vergessen, denke ich mal. Ja. Das wird dann wahrscheinlich wieder ganz spontan irgendwo wieder passieren, mit Sicherheit. Ja, denke ich auch. Weil hier immer so. Nix, nix. Gar nix. Keine Chance. Ja, da können wir ja froh sein, dass wir überhaupt eine gefunden haben. Ja. Richtig, ja. Ja, gut. Nee. Gar nix. Planänderung. Was machen wir jetzt? Auf jeden Fall. Ich bin schon mal zur Base. Hm? Und zwar mache ich schon mal einen Sattel. Ja, das kennst du. Genau, da kannst du eine Runde fliegen. Ich glaube, da kommen wir besser. Ja. Definitiv. Also wenn wir jetzt hier so lange rumtun. Eben. Sattel. War das nicht ein Tapechaya? Chara? Was? Diese Motte? Nee. Tapechaya ist der neue. Den ich jetzt hier noch nie gesehen habe. Oh Gott. Ich auch nicht. Der wäre super gewesen. Der wäre auch schön schnell. Aber ich denke, der wäre ein bisschen unfair dann den Drachen gegenüber. Keratin, Chitin haben wir in der Hütte drin, gell? Noch bringe ich auch gerade was. Oh, gerade was mit. Ach, ich hab doch, warte mal. Ist das die richtige Richtung oder bin ich? Ne, ich hab nicht so viel rausgekriegt. Ich brauche 90 Stück.
Also in der Kiste müsste auch noch was sein und ansonsten habe ich jetzt hier bestimmt 300 dabei. Ah, so wird es mit der Wärme ein bisschen besser. In welcher Kiste? Ah, da. Alles beschriftet. Oh, das reicht locker. Siehste? Das reicht locker. Ah ja, locker. Schon fertig. Ah, lass mich noch rein. Das reicht locker. So, mein Bruder. So, dann packe ich wieder das ganze Zeug hier rein, was wir gerade nicht brauchen. Eine Kiste Versand wäre vielleicht nicht schlecht. Ha. Ja, aber ich schmeiß das eigentlich immer gleich in den Mörser rein. Weil ich muss das sowieso dann gleich verarbeiten. Hä? So, rein den ganzen Quatsch hier. Fasern. Hier. Oh. So. Weil dann erkunde ich mir nicht von oben so ein bisschen ab. Vielleicht finde ich da ja noch irgendwo noch eine Motte. Na? Würde ich sagen. Oder du oder ich. Mir ist egal. Ja, nee, mach ruhig. Da bist du auch schon wieder da? Wo ist denn die Motte? So. Mädchen da. Hab 1000 Haut mitgebracht. Einen weiblichen kann man auch Doktor nennen, gell? Ja. Doktor. So, das haben wir ja. Motte. So. Naja, das ist nicht schlecht. Also bei der gehe ich aber auf Ausdauer, gell? Ja, Ausdauer und vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit. Und wenn du was damit holen willst, möchten wir ein bisschen Gewicht machen, also. Ich weiß nicht, die wird am Anfang sehr langsam sein, oder? Ja. Ah, scheiße, ich hätte vielleicht auch auf Gewicht gehen können. Aha, ja. Problem, ich kann noch nicht mal mehr landen mit dem Vieh. Okay, pass auf. Dann muss ich ein bisschen was raus tun. Im Moment überhaupt nicht brauche. Und zwar Sand und Scheiße. Naja, es sind ja auch 215 Bären drin. Also ein Haufen Bären. Und ich mach die mal raus. Ja. Ach hier, Narkose. Einwandfrei. Die kann ich mir gleich da immer mopsen. Ah? Dann kann ich gleich mal neue Narkose machen. So, halt. Zack. Irgendwo hattest du doch auch ein Dingens mit Seide, oder? Mit was? Seide. Was? Ich versteh's nicht. Mit Seide. Was soll denn, warum soll ich denn da Seide reintun? Die Seide kannst du, wenn du willst, hinten in die Werkbank schmeißen. Ah, okay. Ansonsten kommt das zur Leder dazu. Ne, die kommt in die Werkbank. Dafür brauche ich das für die Sachen. So, wo habe ich denn jetzt? Hatte doch schon mal irgendwo. Na, ist aber egal. So. Okay. Und wo tue ich die ganzen Samen hin und Fleisch? Samen kannst du, wenn du willst, in meine Kiste schmeißen und Fleisch habe ich ja draußen schon den Futterdruck gemacht. Okay. Da kannst du dann nur die ganzen Bären und so weiter reinschmeißen. Nee, Quatsch. Ja, Bären habe ich keine mehr, bis auf Stimberries. Nee, ich meine, ich schmeiß das dann mal alles da rein. Okay, vergammeltes Fleisch knall ich dann in Mörser rein. Wollen wir denn hier noch ein bisschen leben? So, jetzt mal gucken, jetzt dürfte ich eigentlich wieder ein bisschen mehr. Ah, scheiße, ups. Macht nix. Dürfte ich eigentlich wieder ein bisschen mehr. Ja, ich kann fliegen. Juhu!
Okay, da unten rennt ein Raptor rum. Wenn ich einen finde, ja, würde ich gleich versuchen, den zu tamen. Ja, mach das. Wäre vielleicht besser, ne? Na. Ja, und ich werde einfach noch ein bisschen... So, was mache ich denn? Bisschen Leben machen. Das ist nicht mehr so viel da. Das brauche ich nur irgendwo. Hier. Ich bin gerade voll konzentriert, also nicht wundern, dass ich gerade nichts rede. Ja, wie gesagt, also wenn du jetzt keinen findest, dann machen wir das anders. Dann wirst du dann den Agent Harvest zu mir locken. Und dann schießen wir da volle Kanone drauf und dann wird das schon irgendwie klappen. Hä? Wir müssen jetzt aber eh dann noch viel Narkose herstellen. Sonst wird das sowieso nichts. Also ich hoffe, die Narkosepflanzen, die machen wir ein bisschen hin. Dass wir bald ein bisschen Narkose machen können. Da ist eine. War da, wo du dein Wolf da mal vorhin... Ja, das gibt's doch nicht, da war ich doch vor uns gerade gewesen, hey. Ja. Da ist jetzt eine. Aber da ist auch ein Wolf, da ist alles. Scheiße. Naja. Da ist noch eine. Soll ich mit dazukommen? Wäre vielleicht... gar nicht schlecht. Aber ich bin jetzt gerade ziemlich weit unten, gell? Also, warte mal, die fliegt jetzt Richtung Schlucht. Da ist eigentlich gar nichts. Oh nein, meine muss landen. Oh, für die Ausdauer. Hast du mich auch schon mal vergessen, dass du mit der Motte unterwegs bist? Ja. Ja, das ist ja relativ gefährlich dann. Nee, also da, wo der Eingang zur Schlucht ist, da ist eigentlich nichts. Also ich sehe gerade nichts. Bis auf die Motte. Und die wäre natürlich nicht schlecht, ne? Also. Doch, ein Wolf ist da, scheiße. Na, warte, ich komme. Habe ich nochmal gerade meine Pfeile vergessen gehabt. So, Ballast raus. Wo ist die Motte jetzt überhaupt hin? Hä? Also, das Spiel will mich verarschen. Nee, das ist jetzt... Was? Verwechselt hast mit dem... mit so einem Wasserkäfer. Nee. Das war wirklich eine Motte, ich bin doch nicht blöd. Ja, da oben blickt sie, ich hab sie wieder. Also die ist nicht zur Schlucht reingeflogen, sondern... So, ich bin jetzt da, wo ich den Wolf getämt habe. So, und ich bin jetzt ein bisschen weiter weg. Muss wahrscheinlich an den ganzen blöden Terrorbirds und sowas vorbei. Fliegt gerade einer hinterher. Ja, fliegt nach oben. Ja, lande, genau. Du bist jetzt schon wieder hin. Jetzt läuft sie unten rum. Ah, also auf jeden Fall Richtung Eingang, wo die Schlucht ist. Wo der Schluchteingang ist. Wenn du weißt, wo das ist. Nee. Scheiße. Weil was hier los ist, es sind 4 Terrorbirds, Katzen. Ein Haufen Drachen? Ich weiß nicht, ob die dir hinterherrennen oder wem die hinterherrennen. Auf jeden Fall. Drachen? Naja, der Sohn. Ah, jetzt ich sehe dich. Aber da ist ein Wolf. Da musst du aufpassen. Naja. Und zwar mit schön richtig. Ah, nein, das Ding wird angegriffen. Scheiße. Ah, da ist nochmal eine im Anflug. Nochmal eine, die runterfliegt. Puh. Da. Das muss jetzt schnell gehen.
So, ich habe eine. Achso, jetzt ist. Scheiße. Jetzt wollte ich gerade auf unsere Motte schießen. Total nein, bescheuert. Nicht auf uns. Da hinterm Dings ist es. Ja, ich sehe sie. Ach, noch nicht betäubt. Wieso nicht betäuben? Klar betäuben. Ich mache ganz schön viel Schaden. Ich glaube, ich schieße lieber nicht mehr drauf. Nee. Wäre nicht so praktisch. Nein! Ah, verdammt. Gerade in dem Moment wollte ich gerade noch die Bola schmeißen. Das wird dann nichts, oder? Verdammt. Na los, hinterher. Auf dem Vogel. Vogel vor allen Dingen. Wo ist das Vieh? Da hinten. Du hast deinen Wolf nicht auf Dingens gemacht, gell? Verfolgen. Doch, okay. Jetzt machst du auch einen Landeanflug, glaube ich. Oh, eine Sekunde zu spät. Ich wollte gerade noch eine Bola draufschmeißen, weil ich das Spiel schon kenne. Wo bist du jetzt? Nein! Golem! Oh, Entschuldigung. Da war gerade ein Golem, Alter. Ja, der tut doch nichts. Ja, nein! Nein, der schmeißt. So, ich hab sie, komm. Das ist eine Level 80, kann das sein? Das weiß ich nicht. Ja, Feuer, Feuer, Feuer. Ja, Level 80. Mal drauf. Macht ja nix. Ein Golem, der macht hier ja nix. Er macht doch auch nicht. Ob der geschmissen hat. Wie gesagt, ich mache lieber nicht mit, weil ich... Ich hab keine Pfeile mehr. Ja, warte, ich schmeiß dir hier meine raus. Es gibt's doch nicht. Ich hab doch gerade noch so eine... Also, du willst mich verarschen hier. Also ernsthaft, ich habe ja gerade noch eine Bola drauf geschmissen, ey. Ja, Level 80. Ich wurde angegriffen von Terrorbirds, und zwar 3 Stück. Wo bist du hin? Ja, ich flieg dem Ding hinterher. Ja, ich flieg vor allen Dingen, ich renne dem Ding hinterher. Du kannst doch fliegen, was interessieren dich die Terrorbirds? Ja, aber ich finde dich nicht mehr. Ich weiß nicht, Richtung den in kleinen Berg hier. Ah, da wo das Metall war, ne? Genau. Da wo die Schlucht ist dann. Ah, scheiße. Oh, scheiße. Mann. Jetzt kommt sie zurück. Jetzt kommt sie zurück. Nützt mir unnötig, ich hab nur einen Pfeil. Sie kommt zurück. Okay. Oh, jetzt ist es, fliegt die da unten rein, oder was? In die Schlucht. Die ist betäubt. Die ist betäubt. Na scheiße, jetzt bin ich gleich tot. Beinbruch. Mist, die ist doch nicht betäubt. Ja, jetzt habe ich keine... War keine Ahnung. Scheiße. Kommt da ein Sandsturm? Oh nein. Ja, ich bin leider. Scheiße, jetzt habe ich auch noch meinen Wolf da dabei. Das hat er nicht so gut. Ja, jetzt gibst du mir einfach mal die Motte, damit ich mir mein Zeug holen kann. Ja. Ich würde zur Base fliegen. Ja, bitte. Scheiße. Das war jetzt Dreck. Jetzt kommt da auch noch ein Sandsturm, ey. Oh Mann, Mist, wie lange es dauert, ehe ich dann da bin. Oh, mein armer Wolf, ey. Dauert das jetzt noch? Dauert das jetzt noch lange, oder? Ansonsten gehe ich mit dem Kanu hin. Ja, geh mit dem Kanu hin. Vorsicht. Naja, ich sehe schon das Türchen. Da machen wir einen Tausch. Da hier. Pass auf die Terrorboards auf. Ja. Sonst müssen wir das mal nicht lassen mit dem Dingens.
Ja, nee, Das das ist macht. jetzt scheiße. Ja. Der ist zu stark, ey. Also in 80er, das. Wir brauchen auch erstmal vernünftige Pfeile hier mit diesen puppligen Dingern da, das ist nix. Wir machen jetzt erstmal Narkose und machen uns Darts, weil alles andere hat keinen Sinn. Ja, das ist richtig. Oh, was hat denn der für eine Ausdauer? Scheiße. Sag doch, der eine Kacke, eine scheiß Ausdauer. Füllst das jetzt wenigstens wieder auf? Oh Gott. So. Wir sind bei 25, nee, 26 Minuten. Ja, ich werde jetzt einfach mal versuchen, mein Zeug wieder zu bekommen. Ja, mal sehen, ob das klappt. Ich hoffe doch. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Willst du das nicht aufnehmen? Was? Nee. Warum nicht? Ich sehe sowieso nichts. Ich habe auch keine Ausdauer. Ich kann jetzt eh gerade überhaupt nichts machen. Da ist er. Die dichte Motte hier, die kannst jetzt gerade in den Wind schießen. Oh je. Ja, die hat keine Ausdauer, nix. Jetzt geht's so langsam hoch. Na los. Ich sehe auch nichts. Warst du hier in dem Oha. Canyon mal gewesen, wenn Sandsturm ist? Nee. Ja. Scheiße. Au, Raptor. Oh, das wäre echt gleich. Scheiße, ich habe meinen Wolfhund auf Passiv, ey. Ich könnte gerade kotzen. So, hier haben wir schon mal eine Motte. Ich sehe überhaupt nichts. Null. Dann Nee. ist schlecht. Irgendwie geht es hier auch gerade raus. Oder was? Ach Scheiße, das ist natürlich wieder total. Total blöd getimt, die ganze Sache hier. Ich sehe nur Raptoren. Nur Raptoren. Da ist er. Es hat irgendwie keinen richtigen Sinn, weil ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinfliege. Würde ja gerne helfen, aber ich da bin ich, glaube ich, ziemlich nicht hilfreich. Scheiße, sind überall Raptoren. Es wird kleine Dings kommen, eine Meldung, dass mein Wolf im Arsch ist, ey. Wollen wir es nicht hoffen? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich bin. Das kann ich nur den Sandsturm abwarten. Das dauert jetzt 3, 4 Minuten. Ich würde sagen, das erzähle ich euch dann ganz einfach, ob es geklappt hat oder ne, bei der nächsten Folge. Alles klar. Bis Dann würde ich dahin. sagen, bis Ciao. dahin. Bye bye.